Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Special, in dem Fall ein Hotelroom-Special. Ich bin ja auf Seminar in Köln und hatte vorgeschlagen, ob ich so eine Roomtour-Videolog-Verschnitt-Dingens mache. Wolltet ihr nicht, deswegen habe ich gedacht, ich mache nochmal eine neue Folge Akebla. Heute geht's wieder über Fursuits. Schon wieder Fursuits? Da mir hier so ein bisschen dezent das Internet fehlt, ist es so ein bisschen schwierig für andere Dinge zu recherchieren. Und deswegen konnte ich mir so ein paar Gedanken machen über Fursuit-Dinge, die ich euch präsentieren will, diesmal ohne meinen Fursuit. Zum einen gibt es diese selbstgebauten Fursuits. Gerade die Menschen, die jetzt noch nicht wirklich Ahnung haben oder die sich keinen professionellen bauen lassen wollen, die fangen irgendwann an, selber mal einzubauen. Da kann man verschiedene Techniken verwenden. Ich habe euch das Video hier mal drin über die Techniken. Wenn es euch interessiert, schaut einfach mal rein. Da ist alles mal so ein bisschen angerissen und wenn ihr weitere Fragen habt, ich helfe euch da so gut ich kann. Die selbstgebauten sind eigentlich ganz geil, weil man kann alles ausprobieren, man kann sich Tutorials und Infos holen und oft kommen da richtig geile Ergebnisse raus. Was ich oft feststelle, ist, dass mit ganz viel Liebe zum Detail gearbeitet wird. Wow, den Effekt fand jetzt sogar ich gruselig. Ich habe festgestellt, bei den Selbstversuchen findet man oft Suits, die richtig geil sind, die fucking gut sind. Und andere Fursuits, die lieber vergraben werden sollten, weil sie wirklich nicht so überragend sind. Aber ich finde es bei jedem super, wenn er sich die Mühe macht und das mal ausprobiert, weil dann kann man darüber reden, dann kann man sich verbessern, dann kann man auf jeden Fall Erfahrungen austauschen. Wenn man selbst Suits baut, gibt es oft die Sparte der Experimentierfreudigen. Diese Fursuiter probieren jeden Scheiß in ihrem Suit umzusetzen. Das sind dann Fursuits, wo die Ohren wackeln, wo irgendwie Latexmasken im Suit verbaut sind, weil das ja geil sein könnte. Wow, nein. Oder man gibt einem Drachen richtige Nüstern, wo man wirklich draus Rauch ausstoßen kann, irgendwie sowas. Oder bewegliche Tails. Ich habe echt schon viele Ideen mitbekommen. Das ist geil. Solche Leute trennen Fursuit Bau wirklich voran und dadurch sorgt es dafür, dass man wirklich geile Ergebnisse kriegt. Manchmal, wenn man allerdings selber baut, kommt so das, was ist das Gefühl bei hoch. Ich habe letztes Jahr und vorletztes Jahr in der EF einen Fursuiter gesehen, den ich nicht einordnen konnte. Es war so ein gelbes Etwas, auf dem Bett stand Part drauf, was auch immer ein Part ist. Und es sah aus wie ein gelbes, fusseliges Bananen... Ich habe es Bananending genannt, weil es gelb war. Und es war... Was war das? Warum baut man etwas, das man wirklich gar nicht in irgendeine Kategorie packen kann? Das bringt doch niemandem was und das sah auch nur scheiße aus. Dann gibt es noch die zwei anderen Kategorien, die günstigen. Und die nicht ganz so günstigen. Wie beim ersten der Name sagt, die sind günstig. Das sind Suitbauer, die viel lernen wollen, die sich verbessern wollen, die aber oft schon Tendenzen zur Verbesserung zeigen. Das stimmt meiner Meinung nach im ehesten das Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Fursuit-Bauer werden besser und besser und besser. Und in diesem Verbesserungsprozess wollen sie von einem Fursuit gar nicht so viel Geld nehmen, weil es ihr Ziel ist, mehr daraus zu lernen und das zu bauen. Das muss einem halt einfach auch bewusst sein und viele Neulinge wissen gar nicht, wie aufwendig das ist. Den rate ich dann, probiert selber, aber lernt wirklich zu schätzen, wie viel Arbeit in einem Fursuit steckt. Die Neulinge haben unterm Strich einen Stundenlohn von, wenn es blöd läuft, 5, 6 Euro oder noch weniger, wenn es ganz, ganz blöd läuft. Im Gegensatz dazu findet ihr die professionellen Bauer. Mein Konto fängt bei sowas schnell an zu heulen. Da gehen die Kosten unglaublich schnell in die Tausende und ich habe schon Fursuits gesehen, die kosten 3, 4, 5.000 Euro, wo ich mir denke, da wollte jemand einen Stundenlohn von 20 Euro haben. Klar, man muss dazu sagen, die können alles, die können realistisch, die können Tunik. Alles wird wirklich auch geil und man zahlt wirklich jeden Scheiß extra. Da kosten oft Hörner extra, Reißverschluss an einer anderen Stelle kostet extra und ja. Die müssen ja nicht ausprobieren, die können das ja schon. Und wenn wir bei diesem Punkt sind, Leute, die so Fursuits haben, neigen dazu, wieder zu Elite-First zu werden. Das Thema ist kacke, aber wir kennen es ja leider, dass manche, wenn sie einen guten, teuren, richtig geilen Fursuit haben, so ein bisschen den Boden verlieren und sich dann irgendwie auf Wolke 10.000 befinden. Und da dann irgendwie meinen, dass sie die geilsten und tollsten wären. Das sind dann auch, gerade wenn es so teure Fursuits sind, die man hat, nimmt man dann auch nicht an Borgs teil, weil da könnte ja das weiße Fell schmutzig werden. Oder man könnte ein kleines bisschen schwitzen und dann ist das alles blöd. Im Endeffekt liegt es bei jedem von euch, was für ein Suit ihr haben wollt und an wen ihr euch wendet. Ich meine, ihr könnt von den Leuten im Voraus Info anfordern, dann können euch die Leute sagen, was sie bauen können und wie sie bauen können. Und im Endeffekt liegt es dann immer noch in eurer Entscheidung. Also macht, wie ihr Bock habt, wirklich. So Leute, willkommen auf meiner Endcard. Wie immer wäre ein Like wirklich der Hammer, richtig geil, würde mich richtig riesig freuen und auf jeden Fall hilft mir das auch sehr weiter, genauso wie ein Abo.
Drüben habe ich euch noch das Video Arten von Furries. Da ist auf jeden Fall nochmal das Thema Elite-Fur drin, wenn ihr euch da nochmal informieren wollt. Denn da habe ich nochmal ein bisschen genauer erklärt, wie das Ganze mit Elite-Furs und anderen Arten von Furries funktioniert. Darunter mein aktuelles Video Arten von Fursuit-Köpfen. Vielleicht hilft euch das auch so ein bisschen, wenn es ums Bauen geht, wenn ihr selber euch probieren wollt oder einschätzen wollt, wie gut Fursuit-Köpfe sind und was es für Vor- und für Nachteile gibt. Schaut echt mal rein, denn ich habe versucht, euch da die Info echt gut zusammenzufassen. Ansonsten haut rein, Leute. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Und ich habe schon wieder auch reingesagt. Egal, irgendwann werde ich älter und besser und lerne das dann auch mal. Also Leute, macht's gut. Peace.